Ja, hallo und herzlich willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu The Fisherman, Fishing Planet, The Ultimate Fishing Simulator. Ich bin euer Affenkönig Dämlich und wir, warum hakelt das hier so? Wir wollen immer noch versuchen, ja, den Güster zu fangen. Das ist Part 8. Ich habe hier mal einen Achterhaken jetzt dran gelumpert, hier schon mal an die Posenrute. Und da haben wir das Ding einfach mal raus. Auf Vorsicht, erstmal einen Rutenständer, ist ja klar. Unser Einzelrutenständer. Das ist der einzige, den wir noch brauchen. Dann haben wir hier schon die erste Mission abgehakt. Und dann weiß ich gar nicht, wo uns die nächste Mission erwartet. Gleich dahinter. Hier, zack. Und komm, hier, ha, raus. Jawohl. Das letzte Mal haben wir eigentlich schöne Fische gefangen. Natürlich haut ihr das nicht hin. Unter anderem sogar eine richtig schöne 31 cm Schleie. Was hier mit den Angeln gar nicht mal so leicht war. Die hat nämlich ganz schön Rabummel, Rabammel an der Rute gemacht. Also das war kein Zuckerschlecken. So viel sei gesagt. Mal gucken, ob wir da heute noch eine schöne landen können. So, das Ding geht unter. Da scheint es aber auch allerhand tief zu sein. 3,1 Meter. Ach, das Ding geht unter. Das war ja meine, meine Grundangel. So, und dann nehmen wir uns jetzt hier noch die Omnifloat. Da habe ich auch einen Achterhaken dran. So, und dann auch das Ding noch mal rausgehauen. Ich hoffe doch mal, dass wir jetzt endlich mal einen Güster hier an der Leine bekommen. Ich habe mich noch mal zu den Stellen belesen und das ist auf jeden Fall die beste. Laut Menü halt, wenn man sich da so ein bisschen beliest. Oh, da ist doch was. Da ist doch was an der Grundangel. Mal gucken, ob es gleich mit Bimmel anfängt. Wundert euch nicht über den Sound, wenn der ein bisschen anders ist heute. Ich bin noch am Rumprobieren. Ich habe mir nämlich zum Black Friday hier mal so ein neues Soundsystem zugelegt. Mein anderes war von Philips und schon 15 Jahre alt. Da dachte ich, Mensch, jetzt muss es aber mal was Besseres werden. So, schafft der Fisch abzuziehen? Soll ich mal rangehen? Ich gehe mal ran, komm. Wir probieren das mal aus hier. Ja! Ah, schade. Okay. Aber der Teig scheint noch dran zu sein. Sonst hätte es ja jetzt eigentlich was angezeigt. Na, es muss erst klingeln, aber hat es nicht so richtig. An der Pose ist auch was. Meldet sich auch ein Fischlein. Ich stelle mal die Rute ein bisschen stärker ein. Ja! Den Kollegen haben wir schon mal. Der Güster ist ja nicht so mini, mini klein. Also vielleicht. Nicht so riesengroß, meinte ich natürlich. Kann schon sein, dass das einer ist. Du musst dich ja ganz hoch stellen. Ja, das muss irgendwas. Na gut, ich habe auch den Achterhaken dran. Das muss wirklich was Kleines sein hier. Na, komm her hier, mein Freund. Komm her hier. Ah, ein Flussbarsch, Kollege. Na gut, der wiegt nur 146 Gramm. Das ist ja nicht wirklich was. Mitnehmen tun wir trotzdem. Weil auch Kleinvieh macht Mist. Das Geld können wir gut gebrauchen, denke ich. Für die nächsten Missionen und Ausflüge. So, gehen wir hier mal wieder. Ja, so kurz unter der Hälfte. Sollte drin sein. Ah, ich hole die andere Route trotzdem mal raus. Das bringt nix. Werft die nochmal hin. Weil aus der Erfahrung heraus hat das immer nicht so super gut funktioniert. Wenn jetzt da schon einer gebissen hat und dann hast du das Ding nochmal liegen gelassen, dann hat das irgendwie nicht so gut funktioniert. Deswegen lieber nochmal neu machen. Alles checken, ist der Haken noch in Ordnung, ist noch genug Futter im Korb, baumelt der Wurm noch und lebt er noch. Oh, Mist, das ist ja unser letzter Wurm. Na, das ist aber richtig schlecht. Ja, was machen wir denn da? Na, probieren wir es nochmal. Ja, das war ein guter Wurf schon mal. Stärke nehme ich auch mal eins hoch. Obwohl, beim letzten Mal ist uns ja der Fisch, oh, da ist uns ja die Angel gerissen. Das war ja ärgerlich, meine Freunde, das war ja, oh. Ui, da ist was dran.
Oh, im richtigen Moment angezerrt, jawohl. Aber wir haben wirklich nur noch einen Wurm. Ich weiß nicht, ob wir hier welche kaufen können. Bin ich mir gerade gar nicht so sicher. Wieder ein Barsch. Scheint eine Barschecke zu sein, aber die lieben natürlich auch den leckeren Wurm hier. 216 Gramm. Aktuelle Köder ist alle. Da können wir nur mal gucken, ob es im Laden hier irgendwas zu kaufen gibt. Aber da bin ich gar nicht so sicher, ob es da was gibt. Wir können ja mal gucken. Da ist der gute Laden. Ich möchte Angelzubehör, ich möchte Köder. Ja, genau. Frische Köder. Ha! Das ist natürlich. Ach doch, es gibt Würmer. Sehr schön. Kaufen wir gleich nochmal hier. Pinkies. Können wir noch nicht kaufen. Ach, wollen wir mal nicht geizen. So, jetzt muss ich das ja noch mal. Jetzt muss ich das ja noch mal dran bambeln. Ganz um, ja? Jawohl. So wird's was. Also wie gesagt, wenn was zu laut ist oder sowas, schreibt's gerne in die Kommentare. Ich bin hier noch am Einrichten von den Boxen. Weil das alte 5.1 System hat endgültig ausgedient. Das ging dann auch mittlerweile schon gar nicht mehr an und war ewig im Standby. Also war eine ziemlich nervige Angelegenheit. War halt so weit über anderthalb Jahre so, aber ich hatte halt einfach nicht die Kohle, um mir was Neues zu kaufen. Zwecks Umzug und so. So, oh, und da geht's ab an der Grundroute, aber es bimmelt nicht. Doch, es bimmelt. Jetzt können wir. Wenn ich jetzt wandern. Jawohl. Das scheint wieder, ich sag mal, verhältnismäßig ein etwas größerer Kollege zu sein. Oh ne, wir können wirklich hier nur auf der dritten Stufe den Kollege reinholen. Na komm schon her, mein Guter, komm schon her. Ha, jetzt haben wir auch wieder genug Würmer, 50 Stück an der Zahl. Na was bist denn du für ein Frechdachs? Was bist denn du für Frechdachs? Güster! Oh, so, denke ich mal, gar nicht eine so kleine Güster hier. 300 Gramm, 23 Zentimeter. Na endlich! Das ist doch geil. Mission gleich abgeschlossen. Wunderbar. Und an der anderen Route tut sich auch was. Aber es passiert nichts. Nein! Ich will doch nur... Geh ran! Ja! Holen wir den auch noch. Jetzt habe ich gar nicht geguckt, was alles freigeschalten wurde, aber das ist mir erstmal herzlichst egal. Weil hier scheint auch noch mal ein Kollege sich eingefunden zu haben, der wenigstens 300 Gramm wiegt. Karausche? Jawohl, 480 Gramm Silberkarausche. Die gibt ja fast 100 Öcken. Das ist gar nicht schlecht. Das ist gar nicht schlecht. Kollege Schnürschuh hier. Du kommst nicht wieder ins Wasser. Von dir machen wir einen schönen Fischburger. So, mitgenommen. Wir haben ja schon im letzten Part viele, viele Karauschen gefangen. Gut, eine Mission haben wir jetzt ja hier direkt. Lone Star Erkundung haben wir noch. Rocky Belastungsprobe. Da braucht man aber einen Blinker oder Spinköder mit Schonhaken. Da könnte man jetzt mal im Laden danach gucken. Vorsichtiger Angler. Rüst die Schonhakenköder aus, fahren sie zur Location, Überschuss an Forellen. Okay. Stop-and-Go-Führung. Lass sie den Fisch frei. Okay. Viele, viele Sachen hier zum Vorbereiten. Dann würde ich sagen, reißen wir auch mal zurück, oder? So, haben wir gleich noch mal ein bisschen Kohle gemacht. Das ist wunderschön.
So, Ergebnisse des Ausflugs, jawohl. Neue Mission nach Emerald. Ja, der Emerald Lake. Der See Emerald ist unter den Fischern für seine Gastfreundschaft bekannt. Sie müssen unbedingt für ein paar Tage dorthin gehen, um alle Freuden dieses Teiches zu genießen, eine Sammlung von Trophäenhechten zusammenstellen, den Zander beim Nachtangeln zu erwischen und sich den Teich auf den Kajak anzusehen. Für die Verwirklichung dieser Pläne ist eine erweiterte Lizenz notwendig. Okay. Dann werden wir das tun, oder? So, was haben wir denn? Dann kaufen wir uns jetzt eine Spinning-Ausrüstung. Nehmen wir gleich. Wie sieht's aus? 2,1, dann nehmen wir die bessere, oder? Und dann kriegt man auch schon. Ja, kriegt man auch mehr Sehne drauf. Und auch eine bessere geflochtene Sehne. Irgendwelche Nachteile, außer dass sie nicht so viele Auszeichnungen hat, oder. Die gefällt mir auch rein optisch besser, die Callisto EXR 1400, aber die Windcast ist, glaube ich, die bessere Entscheidung. So, jetzt holen wir uns hier wahrscheinlich noch eine geflochtene, gell? Freilich. Wir haben hier 150 Meter, 500 Meter. Ja, nehmen wir mal die Mitte, 300 Meter. Gut. Schöne Kunstgöter. Da können wir eigentlich uns alle mal angucken. Bei den Kunstgötern. Da wollte ich eh mal gucken, was wir schon kaufen können. Da heißt doch nicht wirklich. Ach, bin ich jetzt nur auf. Ach, nur auf Chick-Köpfe? Nein. Ich wollte natürlich direkt da drauf. Einfach nur. So, jetzt aber. So, was haben wir denn schon? Den haben wir im Rucksack. Wir haben einen 5 Gramm Chick-Kopf im Rucksack. Das ist ja auch okay. Irgendwas mit Schonhaken können wir uns hier nämlich auch noch kaufen. Grub, haben wir überhaupt schon einen Grub? Ich glaube, wir haben noch keinen Grub. Ich nehme ja mal den kleinen gelben mal mit. So. Nanospinner, die sind natürlich auch super gut. Da werde ich mir auch gleich hier im Barschdekor mir auch gleich mitnehmen. Narrow Spool auf jeden Fall. Die brauchen wir so oder so. Außer wir gewinnen sie natürlich. Ah, hier, Chick-Kopf mit Schonhaken. Da werden wir uns. Nee. Können wir uns noch gar nicht. Müssen wir mit Münzen bezahlen. So, was haben wir denn hier? Auch Münzen, 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 Münzen. Ja, ist jetzt natürlich hier viel mehr im Münzen. Oh, hier ist der Topköder für einen Zander. Gebe ich dir die 3 Münzen aus? Da könnte man eigentlich ausgeben, oder? Ah, vielleicht gewinnt man auch, aber ich denke eher nicht. G-Cop 5 Gramm, okay. Ja, damit. Und irgendeinen von den Chats hier. Dann, entscheide ich mich eher für das natürliche Dekor. Das gefällt mir auch persönlich am besten. Es gibt keinen Platz für die neue Route Elemental 200. Schieben Sie eine Route von der Puppe in die häusliche Lagerung oder kaufen Sie eine größere Routentasche. Die können auch eine größere Routentasche kaufen. Ich glaube, ich habe schon eine größere, aber irgendwie zeigt es mir das noch nicht ganz an. Ah, hier ist er doch, der Kollege. Da holen wir uns den gleich. Der Topköder hier. Aber dann wird der Zander uns die Angel kaputt machen. Hier fürs Nachtangeln auch. 5 cm. Chat, dann nehmen wir uns den noch mit. Haben wir richtig einen Großeinkauf gemacht hier. So, jawohl. Und dann könnten wir uns hier auch noch. Habe ich, glaube ich, nie sonderlich gut gefangen mit denen hier. Ich nehme mal den roten mit. Für die Nacht. Und einen 7 Gramm Chick-Kopf können wir. Ruhig auch mal mitnehmen. Bräuchte man jetzt wirklich eigentlich nur die größere Route. Wo ist denn aber hier? Ich hab doch. In die Routetasche. Ach, ist wirklich nur für 2 Angelrouten. Das ist. Das ist wirklich nicht so gut.
Okay, dann müssen wir wirklich eine wegschmeißen. Wird jetzt die Posenrute wegschmeißen. Gut, und dann gehen wir mal ins Häuschen. Und dann rüsten wir mal den ganzen Kram aus. Ich könnte ja. Will ja eigentlich auch mal meine andere mitnehmen hier. Die richtig starken. Das sind ja jetzt alles Ultraleitteile, aber für die Mission brauchen wir die. So, die Windcast, zack, draufgeledert. So, das haben wir auch. Kein Platz für die Ausrüstung, G-Kopf. Ach so, ich habe nur 31 Platz. Oh, da muss ich mir unbedingt was Neues kaufen. Das ist klar. Was schmeißen wir mal weg hier? So, bewegen bitte. 34 Meter, die braucht man eh nicht mehr. Tun wir die Kalisto mal wegschmeißen. Also nicht wegschmeißen, aber ihr wisst, was ich meine. So, ein 8er Haken. Ich würde den 6er mal wegschmeißen. Dann mir noch den 4er. Alarmglocken, tue ich die auch mal gleich raus. Karpfenhaken 1-0er, cool. Ah, die haben wir gewonnen. Die haben wir gewonnen. Cool, direkte Karpfenhaken. Hatte ich vorher, glaube ich, noch nie. Beim normalen Fishing Planet. So, Krummetier-Tierfutter. Machen wir mal hier ein bisschen Zeug weg, was wir nicht brauchen. Käse. So. Jetzt den Rest. So, Chickkopf, jawohl. So, da war er doch. Das sieht doch schon mal schön aus. So, fortgeschrittene Lizenz. Die brauchen wir. Wo ist er denn, unser Emerald Lake? Achso, da muss ich hier zurück. Da oben haben wir doch das gute Stück. Es ist sogar schönes Zanderwetter, wie ich gerade sehe. Dann kaufen wir uns unsere Lizenz noch. Und dann geht's doch schon ab. Ich trinke mal ein Schlückchen Kaffee. Ach, wunderschön. Na, es lädt aber ganz schön lange hier. Oh, jetzt dachte ich schon, es hat sich aufgehangen. So, ich stelle nur schnell den zufälligen. Das wollten wir nicht so auf Freunde beschränkt, genau. Die Lizenz ist ja schon unlimitiert. Habe ich mir die gekauft oder habe ich die jetzt irgendwie automatisch? Egal. Vergessen Sie nicht, das Wetter zu überprüfen und zu einem anderen Zeitpunkt zurückzuwickeln, wenn Sie müssen. Zurückzuspulen, nee, brauchen wir nicht. Wetter ist durchgängig, gleichbleibend, also alles in Ordnung. Geile Sache. Gut, da kümmere ich mich im nächsten Part auch mal um ein paar schöne neue Routen. So, Options, um die Mappe zu öffnen, das ist klar. So, sind wir mal direkt am Steg. Großartig, der wunderschöne See Emerald liegt bevor Sie. Und Sie sind komplett bereit für ein neues Abenteuer. Na klar, es ist Zeit, die Verkehr nicht nur am Land, sondern auch auf dem Wasser zu meistern. Die Verkehr. Los, ein Kajak zu mieten, auf den ruhigen Gewässern von Emerald zu fahren und Sie werden diesen wunderbaren Teich von der ganzen anderen Seite entdecken. Beim Kajakfahren wird man müde, je höher die Geschwindigkeit ist, desto schneller werden Sie müde sein. Bemühen Sie sich, Ihre Kräfte für optimale Strecken auf dem Wasser einzuteilen wahrscheinlich. Ach, die Grammatik, herrlich. So, und hier ist nämlich mein Motorboot. Ha, das war nämlich dabei im Päckchen. Aber ich muss zum Kajak gehen. Aber cool, da steht das jetzt also immer hier, weil wir das hier benutzen können. So, Miete pro Tag. Oh, 500 Glocken. Na gut.
Da haben wir ja Fische gefangen. Für den Wert, also das ist schon in Ordnung. So, jetzt aber. Spule! Oh, hier mit dem Gummibotten. Das müsste eigentlich übelst quietschen hier bei dem Regen. Wenn der in das Ding einsteigt. So, die Auster lässt ihn sich schneller zu bewegen. Was? Gehen Sie zum Angelplatz. Ach, dahinter sollte ich jetzt. Okay. Oh, ist das schön, Leute. Ist das schön. Aber ich kann auch gar nicht. Da erholt sich wirklich nur, wenn wir uns hier ein bisschen treiben lassen. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, man hat weniger Ausdauer. Aber das kann natürlich auch täuschen. Gucken wir uns erstmal ein bisschen um hier. So, der kanadische Zander, den gibt es ja hier auch. Bin ich mal gespannt, ob sie ja auch eine neue Fischart in den See platziert haben. Aber das ist auch ein Gewässer, wo ich sagen würde, Mensch, da willst du doch in echt auch mal hin. Also da würde ich nicht Nein sagen können. Die Größe ist wunderbar. Alles ist wunderbar. Gefällt mir richtig, richtig gut. So, da machen wir mal die große Schleuderwelle hier, dass wir da optimal reinkommen. Rudern auf einem Kajak. Okay, Kapitänsrudern. Sehr schön. Da haben wir auch den Coin wieder drin, den wir ausgegeben haben. So, Anker geworfen. Tolle Reise. Sie haben gelernt, mit einem Kajak umzugehen und sich zu bewegen. Jetzt können Sie zu den abgelegensten Orten des Stausees und zu Fischen gelangen, von denen noch nie jemand zuvor geträumt hat. Nie zuvor geträumt wurde. Oh, jetzt haben wir den. Ja, jetzt haben wir den roten bekommen. Naja, egal. So, Angelrütchen raus. Achten Sie auf die Wasseroberfläche. Der aktive, hungrige Fisch zeigt sich mit Spritzern und Blasen und Sprüngen. Na klar. Ach so, okay. Da müssen wir noch mal einen Anker lichten. Wir sollen hier an die Ecke hauen. Deswegen auch das Kajak so hinstellen. Hey, mach mal einen Anker raus, du Schauspieler. Gut jetzt. So. Da haben wir doch hier die drei Spots. Dann werfen wir einfach mal direkt hier hinter, da können wir doch schön durchziehen. Aber da wird es jetzt kriminell, wenn da etwas Größeres anbeißt, da bin ich mal gespannt, ob wir das hier so richtig auf die Reihe kriegen. Ich hoffe ja. Da hat man schon den ersten Biss. Also die Kollegen sind auf jeden Fall da. Jetzt müssen sie nur noch mal richtig zulangen. Da bin ich ja mal gespannt. Hier hinten ist doch, ist da ein Hechtgebiet hier. Zumindest ist hier so eine richtig schöne Schilfecke. Also ganz hinten hat es mal ordentlich gebissen. Ein volles Produkt. So. Müssen Sie nur noch angehen, die Kollegen. Jetzt füllen Sie Ihren Setzkescher mit 2 Kilogramm. Und das sollte kein Problem sein. Vielleicht ist das ja auch mit Absicht so, dass jetzt hier nicht die ganz großen
Kollegen anbeißen. Na, ist das ein Kanadier? Nee, Hecht. Aber ein schöner Grashecht. Ja, ist ein schönes Exemplar eigentlich. 40 cm, die wären ja auch nicht ganz so groß wie die anderen großen Hechte hier. Die amerikanischen Hechte und die Kettenhechte. Okay, den behalten wir. Da haben wir nämlich schon mal ordentlich was drin. Raubfische lieben es, Schutzraum wie Schilf, Wasservegetation und überflutete Bäume zu durchkämmen. Ja, natürlich. Selbst verfreilicht. Das sollte kein Problem sein hier, die Mission. Das kriegt man auf jeden Fall ordentlich hin. Jetzt... Oh, die gehen aber ab hier wie ein Zäpfchen. War also die richtige Wahl hier mit unseren naturfarbenen Köder. Wo das Wasser relativ trüb ist. Und der Hecht, wie ihr wisst, jagt ja mit seinen Augen. Ja, vielleicht doch was Auffälligeres noch besser. In echt jetzt zumindest. Ui! Da ist der Kollege aber gesprungen. Na, mein lieber Scholli. Komm raus hier. Wieder ein schöner. Oh ne, ein Rotflossenhecht. Oh, die sind auch geil. So einen würde ich schon echt gerne mal fangen. Ja, die sieht ja doch irgendwie so aus, als hätte der Natur da gesagt, ja, was haben wir schon für Hechte? Wir haben grüne, wir haben gestreifte, wir haben leicht getigerte, gepunktete. Komm, lasst uns mal rote Flossen machen. Sieht so krass aus, würde ich gerne echt mal sehen. In freier Wildbahn und natürlich auch mal fangen. Seien Sie geduldig und führen weiter bis zum Ende, denn der Fisch kann jederzeit angreifen. Ja, natürlich. Okay, das war's jetzt schon. Das war jetzt nur die Übung, hier die zwei mal zu fangen. Ich werfe mal hier Rinder zu dem Ast. Ja, sehr schön. Also wenn da keiner wohnt, dann nirgendwo. Auch ein schönes Chicken hier absinken lassen und weiter twitchen. Ui, 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 ui. Jetzt hatte ich schon wieder einen schönen Rumpler hier. Controller fast aus der Pfote geflogen. Ja, so schlimm ist es natürlich nicht, aber... Ich habe auch einen neuen Controller übrigens. Eisblau. Weil mein Alter über den Jordan gegangen ist und da hat die Niki mir einfach einen neuen geschenkt zu meinem Geburtstag. War ganz cool. Eine schöne Aufmerksamkeit, wenn die Freundin sowas macht. Da freut man sich. Als Nerd und Zocker. So, ich glaube hier bei 6 Metern, da ist die Chance sehr gering, dass wir hier noch was an Land ziehen. Aber wenn jetzt hier, wenn wir jetzt eh nicht mehr hier hinwerfen müssen, dann würde ich mich gleich nochmal ins Kajak schwingen. Und mal probieren, ob das jetzt überhaupt funktioniert hier. Ob wir jetzt auch versuchen können, hier einen Zander rauszuholen. Da kann ich mir nämlich mal... Nee, okay. Das soll nicht sein. Aber ich kann ja mal probieren, ob es überhaupt geht. So, ich bastel mir mal was um hier. So. Wo wäre das denn? Ah, Mist, den haben wir jetzt natürlich nicht mit. Verdammte Axt. Da ist... weil unser Rucksack so klein war, ist da gar nicht reingewandert. Okay. Müssen wir das beim nächsten Mal machen. Oh, ich bin... Ach, okay. Ich bin einfach nur mit dem Kajak ein bisschen zu weit gerudert. Ich weiß nicht, ob der Zander auch den Chat hier mag, aber ich denke schon. Aber wenn der anbeißt, dann haben wir, glaube ich, vielleicht auch ein klitzekleines Problem. Weil der ein bisschen größer als ein Rotflossenhecht und ein Grashecht ist. Obwohl der kanadische Zander, denk mal, so einen könnten wir schon noch rausholen.
Warum denn nicht? Außerdem sind da bestimmt auch noch ein paar andere Fische. Vielleicht ja auch ein schöner Barsch. Sind ja auch richtig schöne Barsche drin hier. Aber ich weiß halt nicht, ob das jetzt gerade gewollt ist, dass man in der ersten Mission hier schon die Zander anlockt. Aber normalerweise sollte es da keine Begrenzung geben. Wir haben ja in Tschechien jetzt auch Schleier und alles Mögliche rausgeholt und Karpfen. Ah, da war einer dran. Da war ein Kollege dran. Gut, dann würde ich es auf jeden Fall noch mal probieren. Da war ein Kollege dran, meine Damen und Herren. Vielleicht war es auch einfach nur ein großer Hecht. Möglich. So, Kollege Frosch versucht die Damenwelt zu bezirzen. Der will ja heute Abend mal wieder richtig schön die Wamse Madöse verschnorbeln. Nein, natürlich nicht. Und an alle Frauen, die zuschauen, ich mag die Frauen, das wisst ihr. Ich mache mich nur gerne immer lustig über alles Mögliche. Auch über meine Dämlichkeit und über meine primitive Glücklichkeit. Oder so ein Wort gibt es, glaube ich, nicht. Aber nee, ich bin da ganz facettenreich, meine lieben Freunde. Oh, jetzt hat er aber... Jetzt nimm das Ding doch mal. Du willst ihn doch. Oh, das hat gerade richtig geknistert. Aber eben nicht hundertprozentig. Ah, oh, wie der Regen hier plätschert. Ah, das liebe ich ja. Das liebe ich ja. Und jetzt, wo die Geräuschkulisse noch viel schöner überarbeitet ist als beim normalen Fishing Planet. Oh, was ist denn? Schon wieder, Leute, schon wieder. Kurz vorm Kajak. Da gefällt mir das alles noch besser. Ist alles viel feiner abgestimmt hier. Und nein, das liegt nicht an meiner neuen Anlage. Das war auch vorher schon so. Da war er, dann Umich. Ist er mir hinterher gestiegen. Also einen Versuch gebe ich den Kerl noch hier. Ansonsten gehen wir erstmal wieder auf Hechtjagd. Wenn das überhaupt die Kanadier sind, die hier beißen, das kann natürlich auch möglich sein, dass das was ganz anderes ist. Obwohl die jetzt ziemlich lange unten gelegen hat, gell, aber es hat funktioniert. Mit 3-4 Sekunden auf dem Boden macht man ja auch im Winter öfters mal, wenn man auf Zander geht. Einfach mal ein Beinchen liegen lassen, 2-3 Sekunden und dann erst weiterleiern. Weil die können auch sehr träge sein im Winter. Da muss man manchmal direkt am Maul vorbeiziehen, sodass sie sich denken, oh, jetzt hau ich hoch. Jetzt beiß schon ein. So, nächstes Jahr wird es für mich wahrscheinlich wieder an die Havel gehen. Und wer da ein bisschen auf alle möglichen Raubfische und Friedfische gehen. 3-4 Tage lang. Da freue ich mich schon richtig drauf. Ich weiß noch nicht wann, weil Juni und Juli ist nicht so toll. Juni sind wir in unserem Urlaub und im Juli ist ja dann bei uns an der Arbeit so ziemlich Hochsaison. Und da ich ja keine Kinder habe, komme ich da immer etwas schlechter Urlaub. Und ich möchte aber auch meinen Kollegen, die Kinder da haben. Ah, nein, was macht er denn? Das hat aber auch jetzt gar nicht vibriert. Möchte ich den Kollegen, die Kinder haben, auch nicht vom Bug treten. Also ich versuche mich da immer schon mit meinen Kollegen halbwegs abzustimmen. Deswegen denke ich Angelurlaub wahrscheinlich Anfang August. Ist eigentlich noch eine schöne Zeit.
Und vor allem geht dann auch schon langsam die Steinzeit los, was mir persönlich wieder passt. Ich habe es im letzten Part schon erwähnt, ich liebe diesen Fisch. Der kämpft wie ein Großer. Wer von euch Schleien gefangen hat, der weiß, wie die wegziehen. So, aber jetzt. Ich muss der Sache nochmal eine Chance geben. Was war das denn gerade? Da stand ja im Mittelwasser, stand der Köder. Und dann ziehe ich an, als ob er kurz dran gewesen ist und dann wieder losgelassen hat. So typisches Zanderverhalten. Mensch. Komm doch immer. Ja, oh, hä? Schon wieder, Leute. Das war ein perfekter Anzug. Ich habe es auch schon richtig gemerkt. Es hat richtig schön geknistert. Das gibt's doch nicht. Ich will den Burschen rauskriegen, sonst bin ich hier unzufrieden. Mensch, 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 Mensch. Das ist ein Part hier. Von Tschechien nach New York. Die ländliche Gegend hier. Sehr schön. Nein, wir sind ja nicht im Central Park. Jetzt! Oh. Irgendwie kriegt man die nicht an die Leine. Ich bekomme sie leider nicht an die Leine, Leute. Aber das sind die Zander. Das sind sie. Da hätten wir auf jeden Fall, also 900 Gramm haben die bestimmt. Wenn man dann etwas, ja, sagen wir so einen kanadischen Tander, wenn man da was fangen, kriegt man garantiert 900 Gramm hier. Das schafft man dicker. Aber wie gesagt, der Kollege, da will er nicht. Er will er nicht. Nee, die wollen nicht. Ich weiß nicht, ob es halt wirklich absichtlich irgendwie da eine Hürde gibt. Keine Ahnung. Dann werfen wir halt mal hier rinter und gucken noch mal, ob Kollege Hecht hier hinten steht. Weil die haben wir ja eigentlich relativ fix und schnell hier eingeholt. Also das ging ja wirklich wie Brezeln backen. Da waren die auch dran. Gut, wobei ein Hecht natürlich deutlich leichter zu fangen ist als ein Zander. Aber natürlich dann auch nicht die ganz großen. Also ist meine Meinung. Könnte mich doch gerne eines Besseren belehren. Ich bin nur der Meinung, Hechte fängt man halt definitiv einfacher. Und man findet die auch einfacher, finde ich. So rein von ihren Standorten her. Ist das immer eine sichere Bank, wenn man weiß, im Gewässer tummeln sich die Hechte, dann guckst du erstmal, gibt es eine Schilfkante, gibt es irgendwo Seerosen, Teichrosen. Die haben ja auch ihre Reviere, das wisst ihr. Und deswegen, das ist schon in Ordnung so. So, Stückchen wieder zurück. So, fahren wir mal direkt nochmal rein hier. So. Dann holen wir uns jetzt hier noch unsere Hechte, um das Säckchen voll zu kriegen, damit wir die Mission hier noch abschließen. Das machen wir auf jeden Fall noch. So, da geht er unter. Also auch schön tief hier hinten. Richtig dicke Tief. Da war schon wieder der erste Biss. Jawohl.
Aber ganz hinten immer aus der Kante, als ob sie wirklich wie in echt da rausschießen würden. Und dann gibt es kein Zurück mehr. So. Perfekt. Oh, ich habe hier daheim eine Kerze an. Sitz hier schöne. Und wir spielen jetzt zusammen. Jetzt hat es auch schon wieder richtig geknistert hier, aber auch kein hundertprozentiger Biss. Halbherzig. Nee, das ist richtig gemütlich, wenn man hier so die Regentröpfeln hört und hier brennt die Kerze, draußen ist kalt, drinnen ist warm. Schön. Was macht denn nur der Kollege? Wieder kein super Biss. Ich könnte natürlich, ich lasse es jetzt mal und probiere mal Stop and Go vielleicht oder einfach nur langsames Einholen. Mal schauen. Holen wir einfach mal langsam ein. Wo ich immer die Erfahrung gemacht habe in echt mit so einem Gummiwürmchen oder was es da alles gibt, Chat Grub, ihr wisst schon, dann. Ja, Bisse sind da. Da habe ich immer die Erfahrung gemacht, dass das eigentlich schöner ist, mit den Ködern so ein bisschen zu spielen und den Fisch so noch ein bisschen zu animieren. Gerade so Anfang Herbst, da gehen die Hechte eigentlich ab wie ein Zäpfchen. Sehen auch aus wie ein Zäpfchen. Süßwasser-Barracuda, sage ich immer. Mensch, was ist denn nur? Nee. Vielleicht lag es einfach nur da dran. Der Zander, den hätte ich ja normalerweise auch gekriegt. Aber vielleicht verbeißen die Kollegen sich jetzt nicht mehr richtig. Oder ich mache mal einen anderen Köder dran. Ich habe ja noch den gelben, glaube ich, mit und einen weißen. Also wenn es jetzt nicht wird hier, dann mache ich das. Sollte doch gar nicht so schwer sein, diese 2 Kilo hier zusammenzukriegen. Das ist ja nicht wirklich viel. Das ist ein Hasenschisschen. Dann müssen wir heute hier Part mit Überlänge machen, oder was? Na, mal schauen, was jetzt nächstes rauskommt hier. Jetzt hat man gar keinen Biss. Ich guck mal schnell. So. 3 cm. Da ist der 5er schon besser, oder? Komm, da machen wir einen weißen dran. Vielleicht sehen sie den ja besser. So. Genau dahin wollte ich. Muss er eben nur noch beißen. So, Stop and Go jetzt mal probiert. Ich gehe mal, spule mal ein bisschen schneller, lass mal ein bisschen steigen. Erweist sich jetzt auf einmal als ganz schön schwer der Angelausflug hier. Das kann doch gar nicht sein. Wir haben eine schöne Rute, wir haben schöne Köder, also. Man kriegt sie irgendwie nicht mehr dran. Die Kollegen. Der Frosch lacht uns schon aus.
könnten höchstens mal noch was probieren. So, silberner Casting Spoon, auch ein schöner Hechtköder. So, eigentlich sollten sie da auch drauf abfahren. Den twitch ich normalerweise nicht. Da mache ich eigentlich auch hier so ein Stop and Go eher. Angel ich da, wenn ich persönlich mit den Dingern angel. Oder natürlich ein simples Einholen. Damit konnte ich auch schon schöne Hechte an der Havel landen. Und die haben echt Spaß gemacht, die Jungs. Die waren alle immer so 80, 90 Zentimeter. Waren schöne Gefährten. Ah, letztes Jahr ist mir halt einer abgerissen. Das war ein richtig schöner. Kann jetzt nicht sagen, wie groß er war, aber er sah sehr groß aus. Also zumindest, glaube ich, einer der größten Hechte, die ich persönlich je gefangen hätte. Vielleicht war der sogar metrisch. Das war ein ganz schöner Oschi. Der kam unverhofft auf einer Barschjagd. Wollte eigentlich ein paar Barsche unterm Boot vorlocken. Auf einmal kam da ein Schiff rausgeschossen. Unglaublich. Ja, und ich hatte natürlich meine Hechtausrüstung nicht dran. Ich hatte Fluorcarbon dran. Ja, alles abgebissen, der alte Hund. Und dann war's weg. Das war's, Lars, sag ich dann nur. So, was ist denn jetzt hier los? Das gibt's doch gar nicht. Jetzt haben wir hier schon so viele Minuten keinen Fisch mehr gefangen. Das, und aber 1000 Bisse gehabt. Also entweder gar keine Bisse und keine Fische, aber so viele Bisse und keinen einzigen kann ich landen. Das ist seltsam. Also da, wie sagt man, ist der Hase im Pfeffer begraben oder? Ich weiß es nicht. Jetzt endlich! Endlich. Gut, das ist wieder ein kleineres Exemplar. Ja. Ja, der ist kleiner. Muss jetzt schon ganz schön hochstellen hier. Aber wurscht, egal. Aber der neue Rekord von amerikanischen Flussbarsch. Und seht ihr das? Ich habe doch im letzten Part gesagt, in Tschechien, dass die europäischen Barsche irgendwie so aussehen, als hätten die nochmal rotere Flossen, aber obwohl, hier scheint eben keine Sonne, gell? Ich kann es nicht so richtig sagen. Aber Leute, das ist für mich jetzt hier erstmal der perfekte Abschluss. Es wird den nächsten Part hier geben und natürlich auch ein paar schöne, feine Fische. Freut euch da drauf und ich freue mich auch. Instagram nicht vergessen, Abo da lassen, Like da lassen. Schöne Grüße gehen raus an euch. Angelt schön weiter und zockt schön weiter. Macht's gut.